Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wie ihr seht, ich habe in der Woche noch Zeit gefunden, weitere Folgen aufzunehmen. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, deswegen seht ihr auch heute am Freitag eine weitere Folge. So, hier müssen wir zum... Müsste richtig sein. So. Ja, wahrscheinlich werden wir unterwegs mal tanken müssen, ne? Fürchte ich. Jetzt haben wir Holzplanken müssen wir liefern, genau, für die Brücke. Da wir ja doch ordentlich Benzin verballert haben, wo wir da stecken geblieben sind. Komm, vorwärts. Schön vorwärts. Die Richtung sieht auf jeden Fall mal gut aus. Ich hoffe, ich kann hier Holzplanken laden, aber normal müsste das gehen. Normalerweise sollte das drin sein. Da hinten müssen wir hin. Da fahren wir natürlich nicht durch die Pampe da. Ich bin ja nicht völlig bescheuert. Oh. Wir könnten den hier einfach stehen lassen. Und den da mitnehmen. Steht jetzt natürlich nicht ganz so geschickt dort, aber das ist mal egal. Sieht aus wie Holzplanken. Müsste genau das sein, was wir brauchen. Sehr gut. So. Das sind Holzplanken, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Nee, wo müssen wir denn hin? Da. Also hier den Weg. Ach, die Farm runter, okay. Dann da irgendwie durch. Okay. Also den Weg zurück, den wir gekommen sind. Gut. Hm.
Oder auch nicht. Aber da ging relativ viel bergab, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Und wir sind nicht so weit weg vom nächsten Tankding. Komm, put, put, put. Schaffst du? Das schaffst du, mein Großer. Zwei brauchen wir nur, vier haben wir, aber das ist ja mal kein Drama. Vielleicht finden wir noch wen, der gerne welche hätte. Jetzt machen wir erstmal die. Oder wir stehen dann nachher am Ding und stellen fest, oh, wir haben gar keine Holzplanken. Sondern das ist irgendwas ganz anderes. Aber rein vom Aussehen her würde ich es auf Holzplanken würde ich schon sagen, dass es welche sind. Kommen wir jetzt am geschicktesten durch. Ohne vollends hier im Matsch zu versinken. Also mehr schon mal durch, ne? Mit dem hier. War unsere erste Tour hier. Hoppsa, was war denn das? Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Ich hatte Soundaussetzer. Irgendwas passt hier jetzt nicht mehr. Mein Lenkrad reagiert nicht. Was nicht gut ist, gar nicht gut. Keine Ahnung, was da passiert ist. Moment. So, da sind wir wieder. Diesmal mit funktionierendem Lenkrad, hoffe ich. Drehe am Lenkrad und es tut sich auch im Spiegel wieder was. Keine Ahnung, was da war. So muss das sein. Ja, das ist jetzt so ein Fall, wo ich tatsächlich dann noch die... Oh, wir können hier ja tanken. Wo ich rendern muss, weil das muss ich aus zwei Aufnahmen das zusammenschneiden. So. Das war ja jetzt perfekt. Der Anhänger. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der auch noch da ist.
Also schon irgendwo auf der Map, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, wo der auf der Map rumsteht. Eck. So muss das. Und da können wir dann gleich abliefern. Halleluja. So. Perfekt. So, die Brücke haben wir auch geschafft. Wir kriegen 2000 Taler und 200 Sterne. Nehmen wir natürlich an. So, was haben wir denn hier noch für Aufgaben? Da haben wir den Weg hoch. Da steht der Scout. Da geht's zum Portal. Da liegt noch ein Upgrade. Und da liegt ein Anhänger. Da ist auch nochmal ein Anhänger. Tiefladeanhänger. Dann kann ich den ja jetzt rückwärts da reinstellen mal. Dann steht er hier nämlich nicht im Weg rum. Da 5 Dinger drauf, tatsächlich. Nee, verkaufen will ich ihn ja nicht. Ich will nur da parken. So. Wobei, muss ich den Anhänger hier parken? Doch, wenn ich den da holen will, dann ist aber einer zum Anhängen, oder? Da ist der glücklose Angler. Die Quest war hier doch, da unten war die. Da gibt es auch noch ein... Achso, da gibt es das Upgrade, genau. Und da ist noch ein Turm. Dann würde ich sagen, parken wir den Navistar hier. So. Und wechseln auf den Scout. Dann können wir nämlich das Upgrade freischalten. Können... Da ist auch noch ein Upgrade. Und da ist die Werkzeuglieferung. Und da ist auch nochmal ein Upgrade. Also Upgrades gibt es hier noch einige. Ne, dann nehmen wir... Wie komme ich da hin? Von da unten. Na, dann nehmen wir das da. Gucken mal, ob man dann... vorher noch zur Tankstelle fahren sollten. Wir gucken jetzt mal. Wir fahren jetzt erstmal.
Ach so, Scout. Scouty Scout. So. Mal über einen Rückwärtsgang rein, dann habe ich nämlich eine Bremse, die eine Bremse ist. Und nicht eine, die plötzlich wieder Gas gibt. So. Fahren wir mal vorsichtig runter. Jetzt wir hier durch die Löcher durchkommen. Idealfall ohne das Ganze auf die Seite zu legen. So. Fast. Fast. So, dann können wir mal gucken, was für ein Upgrade wir da freischalten können. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob es was Feines ist. Oder halt irgendwas, was wir gar nicht mal so konkret brauchen können. Und dann gucken wir mal, ob wir noch bis zum Turm kommen. Oh. Da war die Brücke, stimmt. Ich erinnere mich. Nicht darunter. Nicht darunter. Das wäre gar nicht gut. So, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Autsch. Zu schnell über die Steine ist nicht gut. Hüpf. Tü-tü-tü. Müssen wir nachher mal einen Punkt setzen, wo wir eigentlich Dings machen. Abbiegen müssen. So, das war das Wort, was ich suchte. Opa, was war das? Ich habe mich echt erschrocken. Mit dem Geräusch habe ich nicht gerechnet. Das, weil ich jetzt auf der Teerstraße den Allrad noch drin hatte. Das kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, wie das... Das in Snowrunner nicht doch so ist, dass Allrad auf der Teerstraße das
Fahrzeug beschädigt oder den Antriebsstrang beschädigt. In Madrona war das der Fall. Schön runter da. Machen wir ein Allrad mal vorsichtshalber aus. Nicht, dass es nochmal Peng macht. Gesehen davon sind wir dann ja auch deutlich sparsamer unterwegs. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil, ne? Und auf nach unten. So, wieder Heckantrieb. Wie sich das gehört, ne? So, jetzt müssen wir auch gleich wirklich mal gucken, wo wir hier eigentlich raus müssen. Nicht, dass wir da eiskalt dran vorbeifahren. Wir sind schon lange dran vorbeigefahren. Na, ganz tolle Wurst. Das überlege ich gerade. Es ist einfacher, da an dem Anhänger hätten wir abbiegen müssen. Fahren wir hier nochmal hoch? Oder fahren wir hier unten den? Wir könnten eigentlich auch gleich noch hier runter. Wir haben nicht mehr so viel Sprit, ne? Ich glaube, ich gucke mal, ob ich da einfach runterfahren kann. Spricht eigentlich nicht viel dagegen, ne? Nehmen wir mal den direkten Weg. Tja. Zu spät geguckt. Da hätten wir eine Menge Sprit sparen können, wenn ich da vorher mal geguckt hätte. Aber ja, ist vorbei. Apropos vorbei, die Folge ist dann jetzt auch vorbei. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.